Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer unterschiedlicher Altersstufen hier im Saal. Der Antrag der CDU zur Kenntnis genommen, sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch ist zutiefst verabscheuungswürdig und verwerflich. Kinder- und Jugendpornografie ist mit aller Härte des Gesetzes zu verfolgen und als verabscheuungswürdig gesellschaftlich zu ächten. Aber dennoch gehen wir doch etwas darauf ein, obwohl ich eigentlich sagen könnte, es reicht an dieser Stelle, wenn wir den Antrag betrachten, denn es ist bereits vieles gesagt worden, was diesen Antrag leider untauglich macht, dass der Landtag diesem hier zustimmt. Es besteht dieses Schutzbedürfnis hinsichtlich der Verbreitung von Darstellungen jedweden Missbrauchs und des insbesondere gewerbsmäßigen, aber auch sonstigen Handels mit bildlichen Darstellungen zum Zweck der Förderung oder Unterstützung sexueller Erregung. Daran besteht in diesem Hause ganz sicher kein Zweifel. Betrachten wir aber nun die Planung der Bundesregierung, welche von der Fraktion der CDU in diesem Landtag mit dem heutigen Antrag allerdings verfälscht hineingetragen wird. Was hier durch den Antrag begrüßt werden soll, geht völlig, in seiner Dimension völlig, an den Erfordernissen eines wirksamen Schutzes von Kindesmissbrauch vorbei. Die Bundesregierung will nach den öffentlichen Ankündigungen ihres Justizministers den gewerblichen Handel mit jedweden Nacktfotos unter Strafe stellen. Auch Thüringen wurde erwähnt. Die Initiative, die jetzt im Bundesrat ist, der sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalen angeschlossen hat. Und das ist gut so. Was aber mit dem Antrag hier versucht wird, ist der politische Versuch, von Versäumnissen beim Schutz vor Kindesmissbrauch und Kinderpornografie abzulenken. Das muss Ihnen als Vorwurf doch mit ins Buch geschrieben werden. Die EU-Richtlinie 2011/92, die bisher nicht umgesetzt worden ist und wo die Frist für die Umsetzung seit Monaten abgelaufen ist. Also die Ernsthaftigkeit Ihres Antrags bitte ich dann doch noch mal selbst zu überprüfen. Diejenigen Kreise, auch da verkennt die CDU den eigentlichen Kernpunkt oder einen wesentlichen Kernpunkt, ohne jetzt hier irgendwas oder irgendwen zu schützen und in Schutz zu nehmen auf Täterseite. Ist es aber doch, und auch das klang an, zu erkennen, auch zu benennen und dieses vielleicht auch in den Antrag mit einzubinden, dass wir es im Bereich der Täter um kranke, psychisch kranke Menschen zu tun haben. Psychisch kranke Menschen, die aus gesellschaftlicher Sicht zwingend und dringend der therapeutischen Möglichkeiten und der Wahrnehmung derselben bedürfen. Und da gibt es in der Tat, Frau Kollegin Hanses hatte das erwähnt und auch Herr Kollege Wedel hatte es erwähnt, sehr nach vorne gerichtete Initiativen, denen sich das Land Nordrhein-Westfalen unter anderem im hospitalärischen Bereich mit der Förderung von 120.000 Euro im Jahre 2014 angeschlossen hat, nämlich die Initiative Kein Täter werden e.V. Ich weise auf eine weitere Initiative hin, nämlich die im Internet präsente erste Ambulanz für Pädophilie in NRW. Diesem und auch ein viel breiteres Spektrum wird man fördern müssen, genauso wie das, was ebenfalls erwähnt worden ist, den Bereich der Aufklärung in den Schulen, in den Kindergärten bereits, aber insbesondere im Kreise der Elternschaft von vielen zigtausend Kindern und Jugendlichen. Und so kann man wohl sagen, dass der Antrag nur ein einziges Ziel verfolgt, leider, muss man sagen, doch auf sehr populistisch reißerische Vorverurteilung zu bauen und den Fall Edati hier in einer Weise zu instrumentalisieren, wie es der allgemein hier diskutierten, debattierten Problematik, weiß Gott, nicht entspricht. Und ich könnte jetzt noch wirklich wesentliche Ausführungen zur Frage der juristischen Dimension Ihres Antrags machen. Das will ich aber gar nicht tun, denn es ist gut auf der einen Seite, dass wir diesen Antrag, so wie es bereits auch schon hier angeklungen ist, ablehnen werden, weil Sie dem Antrag eine Breite einräumen hinsichtlich dessen, was Sie als strafbar oder strafwürdig anerkennen, was, lieber Herr Kollege Nettekofen, gerade in den Bereich hineingeht, den Sie eingangs Ihrer Jungfernrede erwähnten, nämlich den familiären Bereich. Wir können die Beispiele sicherlich uferlos hier benennen, was dann, nachdem, wie Sie es in der
Formulierung und Begründung Ihres Antrags ausgeführt hatten, dazu führen würde, dass Tausende und Abertausende Familien beherrscht werden von Straftätern nach den Kategorien. Dies wollen wir alles nicht, und so bleibe ich bei dem Plädoyer dafür, dass im Rahmen der Bundesratsinitiative länderübergreifend mit wirklich sorgsamem Blick und der breiten Diskussion, dann aber auch innerhalb der Gesellschaft, ein Weg gefunden wird, wie nämlich sexueller Kindesmissbrauch einerseits bekämpft, andererseits möglicherweise aber auch doch sinnvoll vermieden werden kann. Kinder- und Jugendpornografie, damit möchte ich abschließen, ist verabscheuungswürdig und ist abzulehnen. Dafür müssen wir insgesamt gesellschaftlich und auch politisch einstehen. Danke sehr.